Hi Leute, this is MacManias. So, ja, schön, dass ihr wieder mit eingeschaltet habt zu Quid 2. Und zwar, ihr seht es auch, leicht veränderte Kameraperspektive, sieht man vielleicht mal ein bisschen mehr vom ganzen Geschehen. Es ist Sonntag, 16.33 Uhr. Ich bin gerade aus dem Europapark Rust wiedergekommen. Da waren wir mit ein paar Freunden gewesen. Heute ist quasi der letzte Part Quid 2 hochgeladen, den ich bis jetzt zuvor, also den ich bis jetzt produziert hat. Das heißt, ich bin da ein bisschen in Zugzwang. Das Problem ist, dass ich zurzeit überhaupt keine Zeit habe. Das ist eben leider das Blöde an der Geschichte, weil wir machen auch gleich mal hier weiter. Ich bin zwar noch überhaupt nicht eingefahren. Das nächste ist, ja, wir nehmen jetzt gleich mal den VAZ. Das nächste ist, erstens, ich bin nicht eingefahren. Zweitens, mir ist schweinewarm. Ihr seht, ich sitze im Dachgeschoss. Hier beim Zocken und ja, draußen sind es 31 Grad, hier drin sind es 33, ich weiß es nicht. Aber wahrscheinlich nicht viel kälter und es ist ja wirklich ziemlich anstrengend und jetzt geht es auch schon los. So, und das ist eben, naja. Und ich muss ja erstmal schauen, dass ich hier wieder mein Mikro, mein Headset kurz ein bisschen leiser machen. Ich hoffe mal, bei euch passt es mit dem Sound. Und hoffe mal einfach, dass es nicht zu laut ist. So, lauter, lauter. Ja, Europapark Rust, bin ich gerade wiedergekommen. Ist auf jeden Fall eine richtig geile Geschichte gewesen. Wir sind Freitag früh um 6 hingefahren. Leider 520 Kilometer, also das ist auch reichlich. Und, ja, sind dann auch, haben dort ein Haus gemietet. Upsa. Nein, haben dort ein Haus gemietet gehabt für 12 Personen, weil 9 Personen waren wir eben gewesen. Ja, was ist denn los? Muss ich hier etwa noch bremsen? Ja, zu 9 waren wir gewesen. Wie gesagt, waren ein paar Freunde mit dabei. Und war echt eine coole, lustige Sache gewesen. Bin ja sowieso so ein bisschen so Achterbahn- und Freizeitpark-Fan. Bin leider in meinem Leben noch nicht in vielen Freizeitparks gewesen oder dazu gekommen. Bis jetzt waren es nur in Deutschland 2 Stück. Das war halt der Heidepark und jetzt der Europapark. Aber da liegen jetzt mittlerweile auch schon 4 Jahre dazwischen, zwischen dem Heidepark eben und dem Europapark. Und hier haben wir eine steile Spitzkehre. Hello! Are you doing? Oh, no, 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 no. Nicht abkürzen, das ist gar nicht gut. Ja, und das wollte ich euch einfach nochmal sagen. Wie gesagt, mir gehen gerade Gridparts aus. Das ist mein kleines Problem. Und das Problem ist eben, dass ich überhaupt gar keine Zeit habe. Und ich denke mal, wir haben ja auch nicht mehr allzu viel bei Grid. Also ich gehe mal davon aus, dass wir jedenfalls nicht mehr allzu viel haben. Weil wir sind in Saison 5. Wir sind in der höchsten Fahrzeugklasse. Und Platz 11? Ist nicht ernst, oder? Nee. Platz 1, Baby! So, ja, auf jeden Fall, wir sind auch in der höchsten Fahrzeugklasse, deswegen denke ich mal, es wird nicht mehr allzu viel kommen. Ich weiß es natürlich nicht genau. So, die Parts, wundert euch nicht, ich habe jetzt auch ein neues Videobearbeitungsprogramm. Dein Tempo ist in etwa mit den anderen. Upsala, da brauche ich zwar für die Videos mit Facecam etwas länger von der Bearbeitungszeit, weil ich das nur einzeln machen kann und nicht gleich mehrere am Stück, aber ich werde die Parts einfach jetzt ein bisschen länger machen. Also ich denke mal, es wird so auf 30 Minuten Parts hinauslaufen. Ich muss mal gucken, ich habe jetzt eben auch nur eine Stunde Zeit. Das heißt, ich kann jetzt auch nur 2 Parts produzieren. Vielleicht 3, muss ich mal schauen, das weiß ich noch nicht so genau. Aber das Problem ist eben, dass zurzeit meine Zeit eben sehr begrenzt ist. Und zwar liegt das einfach daran, nicht, dass ich zurzeit keine Lust habe oder irgendwie was anderes zu tun habe. Ja, was anderes zu tun hat man ja immer nicht. Man könnte ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bräuchte auch nicht arbeiten gehen, um meine Freizeit zu füllen. Aber wem geht das nicht so? Und nein, ich baue mir nur zurzeit mein Herrenzimmer. Ja, bei mir im Haus. Da habe ich auch schon bei Landwirtschaft zum Lader, glaube ich, mal davon erzählt. Das mit dem Europapark Rust übrigens werde ich dann bei Landwirtschaftssimulator, denke ich mal, ein bisschen mehr ausweiten. Da ist der David dabei, den interessiert das ja auch. Da werde ich da mal ein bisschen was erzählen, wie es so gewesen ist, wo wir denn überall drauf waren, was mich so erlebt habe, was so meine Emotionen und Gefühle waren, die mich an diesem Wochenende begleitet haben. Und
Aber das halt, wie gesagt, bei Landwirtschaftssimulator, das ist mir einfach jetzt hier zu hektisch. So. Aber ich baue mir ein Herrenzimmer. Ja, ist richtig. Und zwar, hier, ich bin jetzt gerade oben im Dachgeschoss mit meinem Computer und wo ich eben aufnehme für YouTube. Und ja, da habe ich immer nicht so richtig meine Ruhe. Meine Freundin, die ist ja auch, also wir wohnen ja zusammen und ist ja nun auch immer da. Und da störe ich ja nun auch sie manchmal, beziehungsweise hier mit Facecam wäre jetzt so blöd, wenn sie da 10-mal durchs Bild rammelt, das ist ja auch doof. Und ja, das ist alles Kacke. Und da haben wir haben aber im Keller, beziehungsweise ich habe im Keller noch einen Raum, der so gut wie ungenutzt ist, wo allerdings einfach ein bisschen was gemacht werden muss oder gemacht werden musste. Und den Raum habe ich halt jetzt in Eigenregie mir komplett ausgebaut, habe da eine schöne neue Decke reingemacht, habe da die Wände alles schön gemacht, habe jetzt am Wochenende, also nicht am Wochenende, letzte Woche, bevor wir in den Europapark gefahren sind, alles verputzt. Ja, und da denke ich mal, werde ich euch auch ein kleines Video noch zeigen von meinem Herrenzimmer eben einfach. So, ich nenne es jetzt einfach mal Herrenzimmer, das klingt vielleicht blöd, aber das ist dann mein kleines Reich, das ist auch nicht groß, aber für mich reicht es vollkommen. Da ist mein Computer drin, da kann ich ganz in Ruhe aufnehmen, da störe ich überhaupt niemanden. Da kann ich die Tür zumachen, die Tür ranmachen und ja, da ist der Drops eben gelutscht. Yeah! So, Platz 1, was wollen wir mehr? Und ja, ist auf jeden Fall richtig cool. Freue ich mich auch schon mega drauf, aber dadurch habe ich eben sehr wenig Zeit. Du führst die Wertung an, zur Zeit. Aber bleib wachsam. Weil es sehr viel Arbeit ist und ich da schon seit 3 Wochen jetzt am Bauen bin. Weil ich mir dann auch immer irgendwie in den Kopf setze, genau wie das werden soll und aussehen soll und was ich gerne haben möchte. Und das, naja, sind meistens so Sachen, die auch Zeit kosten. So, aber zurück zum Game. Das erstmal hier zu mir. Jetzt habe ich schon wieder fast 10 Minuten verlabert. Oder euch genervt. Oh, Indianapolis. Die Infield-Strecke, okay. Du hast jetzt Rennspeed. Mach dich startbereit. Ich mache mich jetzt am besten erstmal startbereit. Denn ich habe ja Rennspeed. Hello, I'm coming. Schneller als die anderen. Sehr gut. Hey, what are you doing? Oh, no. Too fast. So. Ja, des Weiteren, warum ich mir auch das Herrenzimmer baue oder beziehungsweise da meine Ruhe habe, ich möchte einfach ein bisschen mehr mit Facecam machen. Ich habe teilweise auf meinem Kanal ja auch 5-6 Videos am Tag, wo ich natürlich mehrere Spiele gleichzeitig gespielt habe, ist das natürlich normal. Aber das möchte ich eben auch nicht mehr machen, solche Massenproduktion, weil ich finde das immer nicht so schön, weil man sitzt dann ziemlich häufig vor dem Rechner, nimmt dann auf, man kann ja auch nicht immer was Neues erzählen oder sonstiges und ich möchte lieber etwas weniger Videos bringen, aber dafür halt auch schönere Videos. So, wo dann ganz einfach auch etwas lustiger ist. Ich bin ja jemand, der auch total gerne lacht, der auch gerne mal ein paar Witze erzählt oder sonst irgendwas, oder auch wenn sie immer grottenschlecht sind, ich weiß, die Leute, die Landwirtschaftssimulator, hey, what are you doing? Die Leute, die Landwirtschaftssimulator gucken, die wissen das ja, dass meine Witze total fad und trocken sind, aber auf irgendeine Art und Weise auch trotzdem lustig. Nein, und ich mag es einfach zu lachen und lustig zu sein und ich mag es vor allem auch andere Leute zum Lachen zu bringen und das ist einfach nice. Ich möchte auch mal ein bisschen in diese Schiene Horror-Games gehen. Gerade auch mit Facecam. Ja. Obwohl ich auch diese Rennspiele und Landwirtschaftssimulator, ich liebe das über alles, das Spiel. Da sind jetzt sogar auch die neuen Server rausgekommen. Das ist ja auch das Coole an der Sache. Also da wird's ja eventuell jetzt auch noch einen Server für die Abonnenten geben, wo ich auch immer ab und zu mal mit drauf bin. Und ja. Okay, weiter so. Also das ganz viele tolle Sachen auf jeden Fall. Wo war ich jetzt noch stehen geblieben? Ja, aber ich möchte halt eben auch, ich kenne halt irgendwie kein Spielgenre, außer jetzt der Shooter, das muss ich ganz ehrlich zugeben, was mir nicht gefällt, was ich nicht gerne mal spiele, aber ich möchte mich halt nicht von irgendeinem Genre satt spielen. Und wenn ich immer nur dasselbe mache, dann habe ich da irgendwann keine Lust mehr drauf, deswegen möchte ich das auf meinem Kanal so bunt wie möglich gestalten. Das soll einfach ein wunderschöner Kanal sein, mit viel Abwechslung und wo man vor allen Dingen viel lachen kann. So, ja.
wo es halt, upsa, auch immer wieder was Neues gibt. So, ich bin schon wieder Erster. Mensch, was ist denn nur los? Das ist ja langweilig heute hier mit euch. Habt ihr alle keinen Bock oder was? Oder ist mein Auto so gut? Mensch, plus 4 Sekunden. Na, müssen wir den Schwierigkeitsgrad wieder hochnehmen oder was? Ich weiß gar nicht, auf welchen Schwierigkeitsgrad wir zurzeit überhaupt spielen. Bestimmt super einfach oder so. Nein, bestimmt Hardcore. Super. Boah, können wir aber auch schön anbremsen. Ne, bestimmt super schwer, denke ich mal, weil... kann ich so keiner besser wie ich fahren hier. In den ganzen Luschen. So. Ja, und das Problem ist, es ist ja jetzt schon wieder gleich um 5. Um 6 muss ich schon wieder... bin ich mit meiner Freundin bei den Großeltern zum Essen eingeladen. Die wollen natürlich auch wissen, wie unser Wochenende waren wollen. Da müssen wir ja Bericht erstatten, ist ja ganz klar. Und dann, mein Hund habe ich jetzt seit 2 Tagen nicht gesehen. Das geht natürlich gar nicht. Auf den freue ich mich schon riesigst. Und ich glaube, der wird sich auch freuen. Also, wenn nicht, dann ist irgendwas schiefgelaufen. Aber ja, mein kleiner Mops, beziehungsweise unser kleiner Mops, den haben wir jetzt seit 2 Tagen... oder 3 Tagen nicht gesehen und ich weiß schon wieder ganz genau, wie der sich freuen wird. Das wird so oben am Kopf anfangen, so, und dann wackelt der ganze Körper, naja, dann geht das so, freut er sich dann, wenn wir uns 3 Tage nicht gesehen haben. Ist schön, kein Mensch, keine Sau freut sich so, wenn er mich 3 Tage nicht gesehen hat, aber es ist auch mein Hund. Du bist in einer komfortablen Position. Gib weiter dein Bestes, dann kannst du den Titel holen. Ja. Nein, und meine Freundin ist jetzt schon bei ihren Großeltern und chillt da schon ein bisschen ab. Ich denke mal, die liegt bei 31 Grad draußen auf der Sonnenliege. Ich hoffe im Schatten, nicht in der Sonne. Weil ich habe mir auch schon wieder irgendwie einen guten Sonnenbrand hier auf der Stirn geholt. So leicht, aber diesmal nur. Ich habe diesmal etwas aufgepasst. Ach, es war so geil. Es war einfach so geil. Es war so heiß, das Wetter war absolut mega. Es war ein bisschen zu warm. So 3-4 Grad weniger. Wären voll okay gewesen, aber es war geil. Es war einfach geil. So, ja, ich bin jetzt über der Linie und ich hoffe, ich habe viel Glück. Aber danke. Im Sektor 1 muss ich zulegen. Da bin ich auch nicht mal durchgefahren. Mann. Shut up, bitch. Don't tell me what I have to do. Oh. So, na gut. War jetzt auch so nicht geplant, muss ich ganz ehrlich sagen. Das war jetzt hier so in die Leitplanke reinballern. Wir müssen ein bisschen aufpassen. Hier schneidet man, oder hier neigt man sehr leicht dazu, die Kurven zu schneiden auf dieser Strecke. Hey, guys, du bist der Schnellste im Feld. Weiter so. Ach, jetzt bin ich auf einmal der Schnellste, wa? Sabuyaka, Buyaka. Yalla, yalla. Ja. Und dann ist ja heute Sonntag. Ich habe zwar die ganze Wochenende mit meiner Freundin verbracht. Wir waren wir waren 24 Stunden zusammen. Und alles. Und da freue ich mich ja auch immer riesig. Und ja, aber Sonntag ist ja dann auch immer abends noch bei uns Fernsehabend, das heißt, da gucken wir mal einen Spielfilm zusammen und ja, da gibt es auch mal eine Tüte Chips und so, auch was für die Wappe tun, wa? Und ja, müssen wir einfach mal sehen. So, und deswegen hoffe ich einfach mal, ich komme hier mit den Grid Parts hinterher, dass ich täglich noch einbringen kann. Wie gesagt, ich werde es jetzt auf jeden Fall so machen, dass die Parts auch schon eine halbe Stunde lang werden. Ich meine, klar, ich könnte es auch 15 Minuten lang machen, so wie ich es bis jetzt immer gemacht habe, oder so im Schnitt 15 Minuten. So, und dann tue ich jetzt hier eine Stunde aufnehmen und habe 4 Tage meine Ruhe. Aber nein, ich möchte euch ja gerade hier, wo wir jetzt in der Königsklasse fahren, gerade wo es ja in die entscheidende Runde geht, auch ein bisschen mehr. Leg noch eine Schippe drauf, wenn es geht. Im Moment liegst du gleich auf mit den anderen. Ich bin erster, Bitch. Was will der? Jedes Mal quatscht er mich voll hier. Ah ja, ich hoffe mal, wir sehen uns am Schluss persönlich, mein Freund. So, ja, und deswegen jetzt schon eine halbe Stunde Part, aber ich weiß halt eben nicht, ob ich diese Woche komplett mit der Produktion hinterherkomme. Also das kann ich euch wirklich nicht versprechen. Ich hoffe, dass ich jeden Tag ein Part bringe. Dann ist nächstes Jahr, wir müssen ja mit dem Bewitz auch Landwirtschaftssimulator, da fährt ja auch jetzt nächste Woche Freitag, also wenn ihr den Part seht, ist es also diese Woche am 26. glaube ich,
fährt er ja auch in den Urlaub und dann 14 Tage ist er nicht da. Und dann muss man ja auch 14 Parts Landwirtschaftssimulator auf Tasche liegen haben. Und ach, hört auf, das ist alles gar nicht so einfach. Mit nur 2 Runden, das heißt, wir haben jetzt schon gewonnen. War ja nicht, nee, im Moment war ja nicht irgendwas Ziel. Nicht? Naja gut, dann fahren wir halt hier noch rum. Wo ist das Ziel? Fucking Finish! Fuck Finish! Finish Fuck! Finish Fuck! Bin auch nicht schlecht. So, ja, was denn jetzt? Immer noch kein Ziel. Oh, schön reingedriftet. Holla, die Waldfee. Geht's schon wieder los. Bück dich, Fee. Wünsch ist Wunsch. Yeah, Baby. Du Gummischummi. Oh, da hat schon ein erbröselt. Ach, hier vorne ist das Ziel. So, und da wir ja sowieso Erster sind. Ja. Sehr schön. Ach ja, es ist auch immer schön, wenn man dann gerade im Europapark so 9 Leute sind und oder so mit seinen ganzen Freunden, starkes auch so die Rennen, alten Freunde, das war einfach fantastisch, die man schon seit 20 Jahren Sieg kennt oder seit 15 Jahren, mit dem man schon in der Grundschule war und seine ganze Schulzeit verbracht hat, teilweise ja schon im Kindergarten, ach, hört auf. Ja, ich sag euch, und dann so Bläuche hält wie früher und dann abends so beisammen sitzt und hihi, haha, huhu und ein bisschen Smalltalk und ja, und früher, da haben wir ja Pfütze noch mit O geschrieben und so. Und ach, ist immer schön, wenn man sich da so ein bisschen unterhalten kann. Ist dann immer lustig. Dazu natürlich ein Bierchen. So, jetzt gibt's erstmal reichlich Fans. 20 Mille, die machen wir jetzt auf jeden Fall. Jawohl. 20,6. Haben wir jetzt 1 Million Fans gekriegt, sehe ich das richtig? Ist that right? Gut, du musst das Auto wählen, mit dem du an den Start gehen willst. Bugatti. Die Veyron 16.4 Supersport. Das erinnert mich ja gerade an was. Da hat mir doch jemand in die Kommentare geschrieben, den soll ich unbedingt nehmen. Unbedingt. Was haben wir noch? Ein Königseck. Aha. So, vergleichen wir die zweimal. Top Speed, beide voll. So, Beschleunigung. Da ist der. Ein Millimeter. Mehr lass es mal nicht sein. Von Leistung. Oh. Leistung? Die wollt ihr mir jetzt erzählen, der Königseck hat mehr Leistung wie der Bugatti Supersport? Nee. Aber was natürlich. Ganz entscheidend ist es das Gewicht, also da ist der Bugatti viel schwerer. Aber, weißt du was? Du hast mir so fleißig in die Kommentare gepostet und alles. Und beim Antrieb gibt es den Super-Hyper-Vorteil. Allrad-Grip, Heck-Drift. Heck-Drift wollen wir natürlich nicht. Da drehe ich nur wieder komplett am Rad und mein Blutdruck, ihr wisst ja. So, wir nehmen den Bugatti Power. Ja, Bugatti Power, genau. Ihr wolltet so, jetzt kriegt ihr es. So, außerdem können wir uns den anderen ja in der Fahrzeug-Challenge holen. Das ist jetzt haben wir hier neue WSR. Duell-Serie haben wir freigeschalten. Das ist schön. Neue WSR-Events. Okay. Checkpoint-Serie. Ja, gut. Das macht eigentlich auch immer ganz, ganz, ganz viel Spaß. Die Drift-Serie, das ist. Na gut. Okay. Skull Candy haben wir abgeschlossen. Jetzt wäre Alpine Stars. Ausscheidungsserie. 3 Eventrunden. Oder wollen wir uns erstmal hier den Aero noch holen? Komm, wir probieren es mal. Eine Runde. Mit dem. Ach nee, den Zenvo ST1 können wir uns jetzt holen. Heckdrift. Aber wir wollen ja alle Fahrzeuge. Am Schluss, wenn dieses Spiel beendet ist, wie viel haben wir denn überhaupt noch? 10 Minuten haben wir noch. Na Mensch, da geht doch noch einiges. So, ja. Da wollen wir auf jeden Fall alle Fahrzeuge haben am Schluss. Und die kriegt man auch. Oh, zack, ein Sound. Lenkt dieses Auto hart ein, dann bricht das Heck aus. Geil. Fahr einfach so, wie das Auto es will. Dann landest Schwitter. Du ganz vorne. Ich will aber gar nicht, dass das Heck ausbricht. Wieso habe ich eigentlich keine Route?
Das ist ja scheiße. Wir haben die Karte vergessen. Das weiß ich doch gar nicht. Na, das weiß ich doch gar nicht, wie die Streckenführung ist. Kurve hinterm Berg. Das ist immer ganz doof. Und jetzt bremsen wir einfach mal hart. Achso, ja, die Strecke. Die sind wir ja vorhin gerade. So, weiter geht's. Also Sound ist auf jeden Fall schon mal klasse. Ganz toll. Und jetzt haben wir die Ideallinie nicht getroffen. Und im Allgemeinen war diese Kurve einfach nur scheiße. Aber das macht nichts. Wir haben ja Wiederholungen. So, okay. Hätten wir ja die andere Kurve eigentlich auch nochmal fahren können. Naja, mal gucken, wie wir so in der Zeit sind. 1 Minute 45 ist ja nicht so lang. Und, ah, ich wusste es. Diese blöden Kacke-Kurven immer nach der Kuppe. Mann. Was macht er denn? Ach nö, ach jetzt hört er auf. Das ist ein Kackauto. Das lässt sich scheiße fahren. Das ist ein Bitch-Auto. Das ist ein Bitch-Auto. Ganz einfach. So. Bist ein... Ja, hier wird die, macht die Kurve zu. Das ist das Problem. Und ich check's einfach nicht. Ich check das einfach nicht. Verstehst du das nur? Mann. Ja, Kacke, mach die Kurve zu und jetzt aber. Boah, Mann, so ein blödes Auto, das will ich gar nicht haben. Das ist ein Frauenauto, das ist nichts für harte Männer. Harte Männer, die fahren Bugatti Supersport. Ja, so ein Scheiß hier. Trifft nun so. Das ist für Weicheier. Oder Frauen. Nichts gegen Frauen. So, naja, wie sieht's denn aus? Schaffen wir es oder nicht? Ist das schon gestartet? Sie gerade? Ach, na, da haben wir doch dick genug. Na, das war ja Pille. Palle. Super. Das war Pille mit Palle. So, okay, haben wir schon mal ein neues Auto. Wunderbar, was wollen wir mehr? Endplatzierung. 100. Okay. Du kannst an einem Fahrzeug-Challenge. Es handelt sich um Königseck. Den wollen wir. Den wollen wir auf jeden Fall. Wenn dir das gelingt, kannst ja. Du sicher viele neue. Danke. Königseck. 1616 Kilometer, Alter. Zieh das mal rein, ey. Und immer noch Golf R als beliebtes Fahrzeug. Wahnsinn. Ja, auf geht's. In Zeitvorgabe. Ist jede Kurve einzigartig. 2-2. Bleib voll konzentriert. Sau geht ab. Gewinn diese Challenge und das Auto gehört dir. Oh, sorry, geht aber wirklich ein bisschen. Ach so, das war ja. Ich muss mal hier ein bisschen lauter machen, ich höre nichts. Ich muss mal. Das war. Nein. Das war ja auch Heckdrift. Das ist ja blöd. Oh, fährt er schnell. Oh, fährt er schnell. Und er driftet nur. Nein. Kurve. So, weiter geht's. Oh, mitten im Drift. Und wieder rum. Left Corner, attenzione. Super. Ich glaube gar nicht, wie viele Holländer wir auf der Autobahn gesehen haben. Natürlich alle mit Wohnwagen, ist ja ganz klar, ne? Ich sehe nicht die nächste Kurve. Attenzione, left corner. Too late. So, müssen wir unseren Bremspunkt wohl mal etwas vor. Attenzione, left corner. And no, right corner. Attenzione. Und weiter geht's. Alright. Ey, wir fahren schon 300. Nein, was ist denn mit dem Auto los? 350. Attenzione! Schnell zurückspulen, bevor wir ganz kaputt sind. Attenzione, left corner. Attenzione. Red corner, attenzione, left corner, attenzione. Und da sind wir wieder. Left corner, attenzione. So nice. Oh, so nice. Das Auto ist ja nicht
für den normalen Autofahrer, sage ich jetzt einfach mal, wie ich es bin. Yes! Und left and right and go forward. And right corner, attention! Abkürzen, okay, war nicht schlecht abgekürzt. Aber ist auch unsere letzte Rückblende gewesen. Ich hoffe einfach mal, dass ich da ein Ziel gerade. 1,50. Ey, so schlecht sind wir nicht gefahren. Aber geht wie Hölle, das Teil. Wahnsinn. Wenn der mehr Grip hätte, sag ich euch. Ach, ich bin so gespannt auf den. Man kann nie zu viele Autos haben. Nee, kann man nicht. So. Naja, gut. Ich habe ja gesagt, wir machen so ungefähr 30 Minuten Parts. Ich gucke gerade mal auf die Uhr. 26 Minuten haben wir uns jetzt ungefähr zusammengestammelt. Dadurch können wir weitere Fans gewinnen. Ja, nicht nerven. So, hab genug Fans. 20 Millionen, Junge. Dein einzigster Fan ist deine Mutter. Und selbst die sieht aus wie ein Edding. Fett, schwarz, stinkt nach Alkohol. So. Ah, kommt aber nicht schlecht, oder? Okay. So. Nein, aber ich möchte natürlich jetzt nicht noch eine WSR-Event, und zwar dieses Ausscheidungsrennen, sind ja auch drei Eventrunden. Möchte natürlich jetzt nicht erst noch in diesem Part anfangen. Machen wir dann im nächsten Part. Ist der Part halt nur 27 Minuten lang oder 26 Minuten oder was weiß ich. Ist ja auch scheißegal. So. Ja, und wir machen dann im nächsten Part weiter mit den Alpinstar. So, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen unterhalten. Wenn euch der Part gefallen hat, dann lasst mir auf jeden Fall einen Daumen da. Tut auf jeden Fall das Video liken oder teilen. Da wäre ich euch sehr, sehr dankbar, wenn ihr mich einfach ein bisschen damit unterstützen oder ein bisschen dabei unterstützen würdet, bekannter zu werden. Und ja, ansonsten vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Und für die, die neu sind, warum nicht abonnieren? Hä? Warum nicht? Hä? Kannst du ja machen, oder? So, ja, für alle, die neu sind, haut ein Abo in die Box und gut ist. So, wenn nur so werdet ihr Legend. Warte. Der. Würde Barney Stinson jetzt sagen. So, Leute, ich verabschiede mich. Wir sehen uns im nächsten Part. Ajuhu. Ciao. Mit Au. Ach. Ist auch ein scheiß Ausscheidungsrennen, Mensch. Naja, schauen wir mal.